Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher. Beim letzten Mal haben wir für den Geistlichen das Feuer der ewigen Flamme in verschiedenen Kapellen angezündet, um eigentlich die Bestie zu vertreiben. Und ihre Dienerschaft, die bei Gästen natürlich auch, aber das hat nicht so ganz geklappt, wie wir festgestellt haben, denn die Viecher tauchen immer noch auf. Und danach haben wir einen alten Freund wieder getroffen, nämlich den guten Soltan. Guten Soltan Chivai, an den sich Geralt zwar leider nicht erinnern kann, aber ein netter Zwerg. Und ja, der wurde hier von so ein paar Leuten angegriffen und wir haben ihn da dementsprechend unterstützt. Und oh, was hat der denn dabei? Ein Würfelkästchen. Vielleicht sollten wir Soltan mal fragen, wie man Würfel spielt. Der weiß sowas als Zwerg doch bestimmt. Der ist hier gerade um die Ecke gegangen. Da vorne läuft er. Und da sehe ich auch noch einen Ertrunkenen. Und komm mal her, du blöder Ertrunkener. Na dann. Das war's mit dir. Das sieht schon geil aus, das Vieh, ey. Und das war's mit dir. Kann ich dich irgendwie ausnehmen? Irgendwas? Nö. Soltan, warte er. Ich möchte doch von ihm erfahren, wie man dieses Spiel spielt mit den Würfeln. Soltan, bleib stehen. Komm. Geralt? So, hier genau. Soltan. Ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Ja gut, und wie macht man das so? Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Ja klar, hier ist ja auch gerade so sicher, ne? Ja gut, ja, das ist Würfelpoker. Ich setze grundsätzlich immer die kleinen Sätze, weil das Spiel ein reines Glücksspiel ist. Ihr werdet es gleich sehen. Also wir würfeln einmal. So, und jetzt funktioniert es vom Prinzip her wie Poker. Bis auf, dass auch der Gegner weiß, was ihr quasi auf der Hand habt. So, wir sehen jetzt, wir haben zwei Zweien. Es gibt natürlich Paare, Drillinge und das ganze Zeug, aber er hat zwei Dreien. Ich setz mal nichts. Weiter, erhöhter? Nee, ich glaube, der ist noch zu nett dafür, um zu erhöhen. So, und jetzt dürfen wir halt wählen, welche Würfel wir nochmal würfeln wollen. Und ich hoffe jetzt einfach mal auf noch eine 2. Oh, das war ja sogar richtig gut. Bin ich bei meinem Glück gar nicht gewohnt. Ja. Damit haben wir die erste Runde gewonnen. Man muss allerdings, muss man hier sagen, zwei Runden gewinnen. Dadurch macht es auch eigentlich fast gar keinen Sinn, in der ersten Runde schon zu erhöhen, weil man weiß ja nicht, ob man das noch schafft, überhaupt am Ende zu gewinnen. So, ich habe nichts, er hat zwei Vieren, also setze ich natürlich wieder nichts. Wie gesagt, solange ich mir nicht sicher bin, dass ich irgendwas gewinne, werde ich auch nicht erhöhen. Das ist einfach nur dämlich. So, und ich versuche dann einfach mal auf Sechsen zu würfeln. Ja, oh, was habe ich denn heute für ein Glück? Ich sollte Lotto spielen gehen. Und jetzt habe ich natürlich nichts gesetzt. Ist ärgerlich, aber egal. Cool. Und kann ich noch mit jemand anderem spielen? Geralt? Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Okay, aber mit wem kann ich denn so spielen? Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay, mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Ja gut, mit Haren, Odo und Mikul müssen wir ja eh noch reden, damit uns der Geistliche auch was über die Salamandra erzählt. Das hat er ja gesagt. Will uns erst was über die Salamandra erzählen, wenn wir uns sozusagen erwiesen haben. Gut, aber ich würde sagen, wir waren jetzt lange genug hier in der Nacht unterwegs. Gehen wir zum Geistlichen und erzählen ihm, dass das mit den Flammen nicht so wirklich was gebracht hat. Und zack. Wir haben 3 Talentpunkte.
könnte natürlich auch versuchen, das Art zu skillen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal noch ein bisschen auf Kampf. Den nutze ich, glaube ich, auch am meisten davon noch. Also erstmal das Stahlschwert vor allem, weil das Stahlschwert ist ja momentan das einzige Schwert, das wir haben. Schaden plus 25% ist immer gut. Ich weiß gerade nicht, was Schmerz macht. Das ist das Problem. Und das ist mir auch ein bisschen zu gefährlich. Aber hier haben wir nochmal Schaden plus 25%. Und hier haben wir, glaube ich, auch nochmal... Ach, den haben wir schon. Und dann nehmen wir, glaube ich, noch einfach mal Bluten. Weil das ein relativ gutes... wie ich finde. Auch wenn manche natürlich immun sind. So, können wir... Eigentlich, wir könnten weiße Möwe herstellen, aber wir können keine Schwalbe herstellen. Was fehlt denn? Äther. Nun gut, ich... Wisst ihr was, dann stelle ich jetzt einfach mal weiße Möwe her aus dem Alkohol, den wir haben. Vorteil, wenn man die Vorteil ist, wenn man seinen Alkohol in weiße Möwe mischt, dass man halt nicht tausende verschiedene Alkohole dann hat. Also ich könnte auch theoretisch später die ganzen Alkohole direkt benutzen. Meditieren wir mal ein bisschen. Die ganzen Alkohole direkt benutzen, um zum Beispiel auch eine Schwalbe oder andere Tränke herzustellen. Das Problem ist bloß, dass es ja viele verschiedene Alkohole gibt. Und wenn man die alle im Inventar sammelt, nimmt das nur unnötig Platz weg, wie ich finde. So und so ist das Inventar dann gleich viel aufgeräumter. Haben wir alles schon gelesen, ne? Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal jetzt zum Geistlichen. Ja, in die Richtung. Wenn es regnet, sieht man immer so schlecht, muss ich sagen. Oh, ist ganz schlimm. So, da... Kommen wir da überhaupt den Berg hoch? Nee, müssen hier dran rechts vorbei. So, da vorne in dem Dorf wohnt er ja gleich. Der gute Geistliche. Wir haben blöderweise aber auch nur noch zwei Schwalbetränke deswegen. Und übrigens, was schön ist, guck mal, die Leute stellen sich unter bei Regen. Der Geistliche. Wohnt er etwa hier? Ein Hexer. Schauen wir mal rein. Haus des Geistlichen. Jawohl. Hallöchen. Kenner zu Hause? Bernstein. Ist natürlich sehr wertvoll. Können wir entweder verkaufen oder später noch für was aufheben. Ach komm, nehmen wir das Bier mit. Schaden tut's nicht. Warum ich das Bier mitnehme, fragt euch vielleicht. Gehen wir mal, ja komm, gehen wir mal nach unten. Gucken mal, was unten ist. Werdet ihr irgendwann noch sehen, hoffe ich. Oh, der hat viel Wein, das finde ich gut. Wir wollen ja noch Wein nämlich mitnehmen für unseren Abend mit der guten Vesna. Denn heute Abend wollen wir uns ja auch noch mit der guten Vesna treffen. Oh, und hier haben wir Idlines Prophezeiung, die Alvin ja schon mal für uns so mehr oder weniger aufgesagt hat, als er so in Trance war und uns vor der Bestie gerettet hat. Aber hier haben wir nochmal die genaue Prophezeiung von Idline. Ich sage euch, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms bricht an. Die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts naht. Die Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Tederat, die Endzeit. Die Welt wird im Frost untergehen und mit einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Sie wird aus älterem Blut neu geboren werden. Aus Hen Itcher, aus einem Samenkorn. Dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Es tuat es. So sei es. Achtet auf die Zeichen. Ich sage euch, welches die Zeichen sein werden. Das Blut der Enseide, das Blut der Elfen wird den Boden tränken. Okay. Also Idline beschreibt hier im Prinzip, wenn ich es nochmal zeigen darf, kurz, jetzt habe ich es natürlich weggepackt gerade, beschreibt hier im Prinzip, dass irgendwann die Endzeit beginnen wird, also das Zeitalter von Frost. Und das Ganze beginnt genau dann angeblich, wenn das Blut der Enseide, also das Blut der Elfen, vergossen wird. Und es war auch noch von einem älteren Blut die Rede. Wie gesagt, was das alles ist, das ältere Blut und die Enseide, zünden wir vielleicht noch raus. So, hier haben wir einen armen Jungen. Beziehungsweise, vielleicht wisst ihr es ja schon, wenn ihr die Bücher gelesen habt, ne? Es regnet ziemlich heftig. Wo ist jetzt der Geistliche? Ach, da. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus.
Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Du hast einen fetten Weinkeller, aber na gut, was will man machen? Gut, ich würde sagen, dann sollten wir mal diese Hexe besuchen. Mal sehen, ob es wirklich so eine Hexe ist, wie Triss auch eine ist. Und hier können wir so viel noch verkaufen, ey. Müssen wir alles mal machen. Gut, wir haben auch, das habe ich nämlich gerade nachgeguckt, 300 Orens. Das heißt, wir werden uns demnächst mal, denke ich, ein Buch als erstes entweder für verschiedene Monster oder für die Bestimmung von verschiedenen Pflanzen kaufen. Damit wir hier auch ein bisschen was pflücken können. Ist ja schlimm, wenn man hier an allen Pflanzen so vorbeigehen muss. Ach, ein armes Mädchen. So, schauen wir mal, wo diese Hexe Abigail leben soll und ob sie uns nicht was erzählen kann über die Bestie. Hier haben wir das Bauerndörfchen. Ah, okay. Hier haben wir Gänse. Ach, putzig. So, wo wohnt denn diese Hexe jetzt? Wahrscheinlich, wenn es eine Hexe sein soll. Und ja, man weiß ja so, wie Hexen so behandelt werden, dann lebt sie wahrscheinlich eher abseits von allen anderen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also schauen wir doch da mal nach. Irgendwo muss ja hier mal so ein einsames Haus stehen. Ich glaube, da sind wir auch schon mal dran vorbeigerannt. Oh, guck mal, da rennt ein Reisender. Hast du vielleicht ein Buch? Mit dir würde ich jetzt gerne noch reden. Hast du vielleicht zufällig ein Buch? Es regnet. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Oho, was für ein netter Mann. Was, ist ja toll. Da kriegen wir einfach mal 100 Orens für einen längst vergangenen Auftrag. Der ist ja nett, dass der das auch noch macht. Ein leerstehendes Haus haben wir da und noch ein leerstehendes Haus. Na gut. Ah, ist nett, dass der das einfach mal so macht, aber Bücher hat er keine gehabt. Aber wir haben 100 Orens bekommen. Das ist ja auch gut. Das ist wie ein halbes Buch quasi. So, hier wohnt, glaube ich, die Hexe. Genau. Schauen wir doch mal, was diese zu sagen hat. Der können wir dann auch gleich, nämlich die gute Abigail, die Hexe. Die wollte ja die Bargästenschädel haben und die haben wir ja eingesammelt. Oh, Alvin, du bist ja auch hier. Aber ich würde sagen, wir reden erstmal mit der guten Abigail und schauen erstmal, was sie in ihren Truhen hat. Salpeter, Schwarzpulver. Oh. Ein Buch für junge Adepten der Kunst. Es behandelt die Grundlagen von Magie und Hexerzeichen. Vielleicht lernen wir da aber auch was über unsere Hexerzeichen. Eine Einladung zur Magie. Annabel Radfind. Magie ist die Inkarnation des Chaos. Ein Schlüssel, der verbotene Türen zu Albträumen öffnet. Zu den Mächten des Bösen, die ganze Welt vernichten können. Habt ihr immer noch keine Angst vor Magie? Wollt ihr sie immer noch zähmen und sie anwenden? Dann wisset, dass Magie eine Gabe ist, die nur wenigen zuteil wird. Habt ihr diese Gabe in euch gefunden? Wollt ihr diese Quelle anzapfen? Dann wappnet euch, denn Jahre intensiver Studien liegen vor euch. Ihr müsst euch enormes Wissen aneignen und euren Verstand unablässig schärfen. Bei kreativer Magie handelt es sich nicht um die Zeichen der Hexer oder Taschenspielertricks. Magie ist eine Kunstform. Wenn ihr gelernt habt, diese Kunst zu meistern, so erlangt ihr die Macht über Feuer, Wasser, Erde und Luft. Macht über den Verstand der Menschen, Macht über euch selbst. Okay, wenn so ein Buch hier liegt natürlich, dann liegt der Schluss nahe, dass Abigail vielleicht wirklich eine Hexe ist. Aber es wurde auch gesagt, dass unsere Hexerzeichen nicht so toll sind wie Magie. Naja, gut, was soll's. Okay, Abigail. Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Huch, was für ein Typ draußen, würde mich jetzt mal interessieren, kurz. Ich bin wegen dem Regen sofort reingegangen. Der da? Der Reisende? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein, es gibt keine Missionen für euch. Interessant. Eine verlassene Hütte.
Den meint sie ja wohl hoffentlich nicht. Oh, ein Silberring. Können wir verkaufen. Oder verschenken. Je nachdem. Wobei ich eher für verkaufen bin. Das bringt noch Gold. Gut. Also welchen Sünder sie jetzt genau meint. Vielleicht hat der sich auch bloß vor dem Regen in Sicherheit gebracht. Na gut. Haben wir jetzt nicht gesehen. Wer weiß. Hier ist aber auch keiner. Nee. Seltsam. Wer weiß. Oh, da haben wir noch Schildkraut. Wenigstens etwas, das wir pflücken können. So, reden wir jetzt aber wirklich mal mit Abigail. Das hatte mich jetzt bloß interessiert, aber scheinbar war der einfach nicht da. Schon wieder gegangen, eher. So, dann reden wir auch mal mit der Guten über die Bestie. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Oh, okay. Dann kaufen wir das doch auch gleich mal. Was wollt ihr? Wenn wir die Blüten brauchen, dann kaufen wir natürlich zunächst einmal das Buch über Feldpflanzen. Ja, das sollte das Beste sein. Kostet 200 Orens, aber gut. Ach, hier nimmt das Gänseschmalz. Das brauche ich nun wirklich gerade nicht. Noch stelle ich sowieso keine Bomben mehr. Gut, dann lesen wir es doch mal, das gute Buch. Aber wir haben viel zu viele Bargästenschädel. Die müssen wir dann gleich mal abgeben. Und verkaufen. Da. Über Feldpflanzen. Das Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, Schellkraut, Balissa, Krähenauge, Berberrohr und Seewand. Es ermöglicht es, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Schön. So, weiter geht's. Was wollt ihr? Erstmal will ich noch ein bisschen mehr mit Tier über die Bestie reden. Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Okay. Ist natürlich eine gute Version. Gut, die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist, ja. Was wollt ihr? Ja, dann... Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bargästenschädel? Ja, klar. Habe ich. Sie gehören euch. Wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Oho, danke. So, haben wir noch was? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten 2. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Oho. Die Formel kostet euch 30 Orens. Boah. 30 Orens. Dafür können wir Geistern mehr Schaden machen. Es klingt eigentlich gut. Ach komm schon. Die 30 haben wir jetzt auch noch. Ihr benötigt Nezener Salz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Nezener Salz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Okay. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Da können wir vielleicht, werde ich mal sehen, ob wir da nicht in Zukunft beim nächsten Mal meditieren, nicht auch ein bisschen von dem Öl herstellen. Falls wir uns nochmal mit solchen Hunden anlegen, kann das sicher ganz hilfreich sein. Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Weise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Sie halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Oho. Tiefgründig. Uns. So,
So, dann reden wir doch nochmal mit dem kleinen Alvin, ob sie mir auch gefällt. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Hm, vielleicht ist es ja so eine Art... so eine Art Voodoo-Puppe. Wer weiß. So, gut. Achso, dann kann ich dir aber noch die restlichen paar Gästenschädel auch mal gleich verkaufen. Was wollt ihr? Weil die kauft mir, glaube ich, sonst kein Mensch ab. Zack. Und dann kann ich gleich mal gucken. Du hast doch noch Bücher, ne? Über Bargästen. Nee, das kostet mir... ich würde es ja ganz gerne lesen, aber es kostet mir einfach zu viel. Also es kostet nur 50, aber naja. Das Buch der Tiere über Hunde und Wölfe. Was haben wir hier noch? Ah, über ertrunkene Tote und Bloetzüger. Das nehmen wir mal, weil dann können wir nämlich dann auch die Ertrunkenen ausnehmen. Sumpfungeheuer. Das Bestiarium beschreibt Sumpfungeheuer. Ertrunkene Tote und Bloetzüger. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind, und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Ungeheuer gewinnen lassen. Gut, das ist doch klasse. Dann wissen wir jetzt auch, wie wir ertrunkene Tote und Bloetzüger ausnehmen können. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Ertrunkenen und ertrunkenen Toten, fragt ihr euch vielleicht. Ich glaube, ertrunkene Tote sind einfach nur eine stärkere Version und ein bisschen böser. Oh, ja, mein roten Schal. Ich glaube, den kann man ab und zu mal irgendjemand schenken. Ich nehme ihn mal mit, solange ich noch Platz habe. Und ich würde sagen, wie wir mit Alvin reden und die 5 Blüten der weißen Myrte suchen, um dann schließlich den Trank für Abigail herzustellen, mit dem uns Alvin vielleicht ein bisschen mehr über die Bestie sagen kann. Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher. Bis dahin. Ciao.